Kommst du bitte? Fenster auf Sturm, habe ich gesagt. Hast du den Leuten Bescheid gegeben mit der Information? Alle? 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 Was? Alle? Alle? Alle Leute Bescheid gegeben mit der Information? Alle? Alle?
Frag mal deine Leute, WhatsApp, bei wem die noch zu sehen ist, die Wolkenformation, bei wem die auch zu sehen ist, bei mal, frag mal die Leute, die du drin hast im Chat, bei wem auch die Wolkenformation zu sehen ist jetzt draußen, frag mal die Leute, Mama. Was? Mach es bitte. Frag mal die Leute, die du im Chat drin hast, ob bei denen auch eine Wolkenformation zu sehen ist. Und die sollen auch Fotos schicken, die sollen Beweisaufnahmen schicken. Die sollen auch dabei Beweisaufnahmen, Fotos und Videos schicken. Schreibt das den Leuten bitte alles, okay, Mama? Was? Vernünftig. Frag bei den Leuten nach, bei wem die auch, bei wem welchen Leuten auch die Wolkenformation zu sehen ist. Die sollen Beweisaufnahmen schicken, Beweisaufnahmen, Videos, Fotos schicken, Mama. Mach es bitte. Und schreib im WhatsApp-Status rein, bei wem von euch ist auch die Wolkenformation jetzt draußen zu sehen. Schick mal Aufnahmen, Videos, Fotos, schick mir Fotos, Videos, Aufnahmen. Muss auch im WhatsApp-Status dabei reinschreiben, okay? Wer von euch sieht die Wolkenformation jetzt auch draußen? Wenn ja, dann schickt mir Beweisaufnahmen, Beweisvideos, Beweisfotos. Das muss im WhatsApp-Status so reinschreiben, okay? Ja, habe ich gemeint. Und schreib auch da rein, schreib auch die Leute, die du drin hast, an. Ob bei denen auch die Wolkenformation auch sehen kann, ob bei denen auch die Wolkenformation zu sehen ist, ob bei denen auch die Wolkenformation zu sehen ist. Und ob sie auch Beweisaufnahmen, Beweisfotos schicken können, Beweisvideos schicken können. Kannst du auch schreiben, Mama, okay? Hast gehört? Auch die Leute selber fragen, ob bei denen auch die Wolkenformation zu sehen ist. Wenn ja, dann sollen sie auch Fotos schicken, Beweisaufnahmen schicken, Videos schicken. Okay, Mama?
Mama, guck mal Küchenfenster. Na, komm mal bitte auf den Balkon, okay? Guck mal, Küchenfenster, da komm mal bitte auf den Balkon. Guck mal, Küchenfenster, komm mal auf den Balkon, Mama, okay? Guck mal, wie schön die aussehen, die Wolkenformation, ne? Ich habe gedacht, die hätten aufgehört. Was? Was? Wo denn? Wo kommen noch mehr, Mama? Was? Trotzdem kann man ein Kleid anziehen. Hat Frau Dings auch die schöne Russin, rothaarige? Die ist gar nicht nass. Es kommt von der Kälte. Es ist kältenass. Die fahren jetzt weg in den Urlaub. Deswegen hat die auch ein Kleid getragen. Die fahren, glaube ich, in ein heißes Gebiet rein. Hättest du nicht gedacht, dass so viele Wolkenformationen heute ins Spiel sind? Aber doch, du hast die doch die ganze Zeit gesehen, richtig? Und wieso gibst du dir keinen Bescheid? Wir müssen unbedingt schnell einen Arzt suchen. Ich hoffe, dass der Arzt heute aufhat, der da unten bei der Straße da ist. Tickets wieder heißt. Wenn ich musste dahin, geht nicht anders. Was wollten wir noch gemacht haben? Ja, die Telefonnummern, die fremden Nummern anrufen. Ja, alles klar. Ich passe gut auf mich auf, Mama. Passiert mir schon nichts. Der Himmel macht mich schon nicht kaputt. Der Himmel ist so freundlich zu mir. Balu, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Balu. Ein schöner Tag heute, was? Schön sonnig und warm. Du bist auch ein hübscher Hund, Balu, ne? Bist ein sehr hübscher Hund, Balu. Ein Streuselhund bist du. Guten Morgen. Hier oben. Hier oben auf dem Balkon. Guten Morgen. Guten Morgen, hier oben. Auf dem Balkon, hier oben. Hier oben. Hier oben auf dem Balkon. Oh, guten Morgen. Hier oben auf dem Balkon. Und Mama hat recht. Die Leute verstehen keinen. Muss ich mal unten vor der Tür rumspuken, mir besser.
Die Fresse da oben. Guten Morgen. Schönes Wochenende an euch allen. Elster, du nervst. Da hinten, Nachbar, das zweite Haus. Hallo! You open! Bin Tierfreund! Guten Morgen, hier oben. Guten Morgen, Flatscher, hier oben. Auf dem Balkon, hier oben. Okay. Mama, aber können wir wieder zur Family der Eisdiele fahren? Mit Papa? Und Jessica? Dann können wir zur Family der Eisdiele fahren mit uns allen? Oder zu Kirmes in Brilon fahren? Bruno hat bei Michaelis Kirmes, da können wir da hinfahren. Jo, kann ich dann Zuckerwatte essen? Zuckerwatte essen? Wartest du mal, ich bin gleich in ein paar Minuten fertig, okay? Auch die letzte Aufnahme, dann ist Schluss, okay? Die Wortinformation löst sich jetzt auch schon auf. Ich hoffe, dass die Angel Code was erreicht mit der scheiß Serie Jade Amo. Die macht die ganze Welt kaputt. Hast du das, wenn Leute Fans davon sind? Echt. Bin gleich fertig, Baba. 1, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und ich bin fertig.